Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 24.07.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir ein neues Outfit, die Mika und einen neuen Emote, den Hampelmann. Wir beginnen mal mit dem Ratschlag auf der rechten Seite. Ist ein Fortbewegungs-Emote und kriegt von mir 7 von 10. 500 V-Bucks kostet das Teil. Cartwheeling hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 9 Votes am 25. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. Dreimal seit dem 5 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen. Die Expertin, hier die Mathematik-Expertin, da sieht man plus, minus, mal geteilt. Hinten dieses coole Llama-Tablet, Anspielung auf die Apple iPads. So, Expertin Maven kriegt von mir 6 von 10 und hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 65 Votes am 6. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. 9 Mal seitdem, 145 wie meines, letztes Mal im Shop vor 17 Tagen. Der Knight Rider für 1500 V-Bucks, auch der kriegt von mir 6 von 10. Dieser Biker-Skin hat hier ein Voting von 4,04 von 5 bei 51 Votes. Am 9. März 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 15 Mal seitdem, 49 wie meines, das letzte Mal im Shop vor 164 Tagen. Das ist knapp ein halbes Jahr jetzt her. Dann haben wir Cheerleading. Für 800 V-Bucks, das Teil kriegt von mir 10 von 10. Finde ich ziemlich cool. Das ist Cheer Up und Cheer Up hat ein Voting von 4,38 von 5 bei 21 Votes am 3. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem, 74 Streamline, das letzte Mal im Shop vor 34 Tagen am 20. Juni. Dann haben wir die Überbratwurst. Oh, hier mit Senf drüber. Der Teil für 800 V-Bucks kriegt von mir 6 von 10. Das ist die Knockwurst. Und die Knockwurst hat 3,5 von 5 bei 8 Votes am 27. Juni 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Zweimal. Seitdem drei Reminders. Und dann kommen wir zu dem neuen Hampelmann. Bring dich in Form für 200 V-Bucks. Naja, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so wirklich toll. Nur, dass man da eine gewisse Zeit lang macht, dann brennen einem die Waden. Ja. 6 von 10. Jumping Jacks hat hier ein Voting von 2,5 von 5 bei 2 Votes. Jo, dann haben wir den Farbenbomber, ist mega kultisch, 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,38 von 5 bei 117 Votes. 15. Dezember 2017 ist das erste Mal drin gewesen. 46 Mal. 222 Reminders, jetzt mal im Shop vor 57 Tagen, am 28. Mai. Der Farbenkanonier, für mir 8 von 10. Schauen wir mal das Backpack da hinten an. Das ist der Bright Gunner. Bright Gunner hat ein Voting von 3,26 von 5 bei 66 Votes. Am 29. April 2018 ist das mal drin gewesen, 13 Mal seitdem, 80 Reminders, jetzt mal im Shop vor 57 Tagen. Die Regenbogenwucht für 1500 V-Bucks. Schaut euch diese Partikeleffekte an. Das ist doch cool. Ja, der Teil ist echt nice. Guck mal, das Auge, das bewegt sich mit. Guck, wenn ich da hin drehe, guck da, das Auge. Oh, Schielte. Ui, Schielte. So, der Teil kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Rainbow Smash hat hier ein Voting von 4,68 von 5 bei 56 Votes. Am 23. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 16 Mal seitdem, 176 Reminders.
Der Farbenballon. Oh, guckt euch das an, wie das aussieht, wenn das Teil aufklappt, ey. Alter Vater. Holy shit, für 1200 V-Bucks. Wahnsinn, kriegt von mir auch 10 von 10. Der Bright Blimp. Und er hat hier ein Voting von 4,06 von 5 bei 16 Votes. Am 19. Februar 2019 ist das mal drin gewesen. Viermal seitdem, 12 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 57 Tagen auch. Sind wir durch mit dem Set? Gehen wir zum Synapse oder erstmal hier zu der Hexwelle. Hexwelle kriegt von mir 7 von 10. Wir klicken mal ganz kurz hier durch. Sieht schon echt interessant aus hier. Okay, okay, okay. Für 500 V-Bucks das Teil. 3,82 von 5 bei 17 Votes am 16. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Seitdem 3x 7 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 37 Tagen. Synapse. Schauen wir mal ganz kurz hier in die Styles rein. Ja, etwas futuristischer Style. Ich finde den so besser als in dieser grünen Variante. Der Teil kriegt von mir 7 von 10. Dann hat hier ein Voting von 3,61 von 5 bei 38 Votes am 16. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem 21 Reminders. Synapse. Das Backpack könnten wir uns noch anschauen. Ah, da hinten mit diesem holographischen Teil da drauf, okay. Ja, schon nicht schlecht. So, dann kommen wir zu dem neuen Skin von heute. Mika habe ich leider nicht auf der Map finden können. Hab's wirklich versucht. Rast der Zukunft entgegen. Ja, der Teil für 1200 V-Bucks. Was habt ihr denn da? Ja, pinke Haare, eine blaue Strähne da unter den Augen, so ein bisschen blau. Hinten sieht fast ein bisschen aus wie so Teufelshörnchen. Was hat die denn da? Was sind das da drauf? Was soll denn das sein? Sieht aus wie eine Figur. Zwei Augen, da ein Arm, das sind wohl zwei Beine. I don't know what it is. Ja gut, also machen wir es kurz. Mika kriegt von mir 6 von 10. Hat bislang noch kein einziges Voting. 4 Reminders aktuell. Ja, kommt scheinbar nicht so wirklich gut an der Teil. Schauen wir mal, wie sich die Noten dann noch ändern. Ja. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Unterstützt uns mit dem Creator-Code, das wäre super geil. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.